Hallo zusammen. Heute lasse ich meine Gießkanne verschwinden. In der habe ich bisher mein Brauchwasser gesammelt. Darüber habe ich schon mal ein Video gedreht. Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Und heute das quasi Update dazu. Ich ersetze sie durch diesen Kanister hier, der direkt unter meiner Spüle seinen Platz finden wird. Er wird durch diesen Trichter hier befüllt. Das wird der Anschlussschlauch nach unten sein. Da haben wir noch ein paar Kleinteile, die ich dafür brauche. Und hier kommt er hin. Aber der Reihe nach. Nun, was ist überhaupt Brauchwasser und warum sammle ich es? In meinem Beispiel ist es all das Wasser, das in meinem Haushalt nicht mit Chemie in Kontakt kommt. Das habe ich vorher nutzlos durch den Ausguss gejagt. Im Laufe der Zeit sind das Unmengen, die da zusammenkommen. So zum Beispiel auch das kostbare Nass, was meine Kaffeemaschine nur zum Durchspülen benötigt. Oder wenn ich warmes Wasser im Bad oder der Küche haben möchte, ich hab's gemessen, bis das blaue Gold die gewünschte Temperatur erreicht hat, gehen mir sage und schreibe 4 Liter sauberstes Trinkwasser flöten. Ein Wahnsinn! Und was mache ich damit? Ich gieße in allererster Linie meine eigenen Blumen und Pflanzen. Und alles, was übrig ist, bekommen die Bäume quer über die Straße. Dann los! Hier soll also der Trichter hin. Diese Gummidichtung simuliert mir das Ganze ganz gut, somit kann ich die Stelle perfekt markieren. Wie immer körne ich vor und schon kann ich bohren. Ich verwende dazu einen mehrstufigen Bohrer, brauche ich doch am Ende ein Lochdurchmesser von 26 mm. Diese Prozedur stelle ich hier stark verkürzt dar, dennoch geht es besser und schneller, als ich anfangs befürchtet habe. Wow! Mal nachmessen. Passt, nochmal wow. Über diese Tülle aus Kunststoff kommt die Dichtung vom Anzeichnen, möchte ich nicht, dass beim Saubermachen meiner Spüle unnötig Putzwasser nach unten läuft. Passt natürlich auch genau. Die Tülle wird am Ende einen guten Halt haben. Doch nun müssen erstmal die Edelstahlspäne weg. Haben die weder in noch um meine Spüle was zu suchen. Auch nicht auf meinem Spülschwamm, denn die können ungute Verletzungen verursachen. Schon gar nicht brauche ich die Dinger später im Brauchwasser. Jetzt kann meine bisherige Lösung ja eigentlich schon verschwinden. Achtung, nun kommt wieder ein Werner Spezial. Ich brauche natürlich noch ein Gegenstück, eine Art Hülse, die die Tülle unter der Spüle nach oben drückt und damit festhält. Den Schlauch schiebe ich in etwa bis dahin und genau um diesen Abstand geht es. Da kommt mir doch glatt dieses Behältnis einer Vitamin-C-Brausetablette recht. Es passt in ihren Abmaßen perfekt, muss lediglich hier ungefähr abgesägt werden. Jetzt habe ich das bereits gemacht und schon hat das Teil eine neue Aufgabe. Mit dieser Schlauchschelle, die auch als Ringschelle zu kriegen ist, bekomme ich etwas mehr Stabilität und natürlich auch Dichtigkeit in das Ganze. Ich platziere sie an die richtige Stelle und ziehe sie gefühlvoll fest. Jetzt muss noch der Schlauch in die dafür vorgesehene Öffnung des Kanisters und schon ist meine Unternehmung fertig. Ach noch was, unter den Kanister habe ich noch eine kleine Wanne gepackt, schützt vor Wasserschaden, sollte das Ding mal überlaufen. Meine Brauchwasser-Auffangschale wieder an ihren angestammten Platz, den Trichter an seinen neuen. Jetzt bin ich gespannt, wie es läuft. Denn schon kann das, wozu ich den ganzen Aufriss veranstaltet habe, da hinein, wo ich es haben will. Schon geil, wa? Übrigens, hier unter meiner Spüle war schon mal Drehort. Da ging es darum, wie ich auf einfache Weise die Verstopfung meines Abflusses löse. Das war's, was ich euch zeigen wollte. Bis zum nächsten Video. Tschüss.